jetzt? Ja, endlich. Jetzt kommt gleich eine Szene, da wollte ich schon wieder auf Dice schimpfen. Boah, getroffen. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay von mir. Diesmal gespielt Conquest auf der Map Lumpini Garden und das Ganze mit der M416 Coyote Visier, Klappgriff und dem Mündungsfeuerdämpfer. Mein Thema heute ist Verschiedenes und deswegen fange ich gleich mal an. Als allererstes zur Waffe. Die M416 ist, finde ich, von den Sturmgewehren der beste Allrounder. Und ja, ihr seht es ja selber, die Waffe ist äußerst präzise, sie ist genau, also klar, präzise und genau ist dasselbe. Auch auf Distanz, Ding, schnelles Nachladen, ein richtig geiles Teil, also kann ich echt nur jedem empfehlen. Und die Time to Kill bei der Waffe ist auch recht groß, seht ihr ja selber. Ja, und zwar fangen wir an, und zwar dieses neue, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es gibt ein, bei dem Battlefield, bei Aufträgen gibt es ein Programm, das nennt sich Phantomprogramm, und da ist jetzt mittlerweile der dritte Part rausgekommen, das Phantom Adept. Fragt mich jetzt nicht nach der Nummer, wobei fragt mich dann schon nach der Nummer, ich schaue gleich nochmal nach. Aber ansonsten geht es halt eben darum, dass ihr mit diesem Phantomprogramm, wenn ihr das bei Battlelog über euren Rechner freischaltet, und zwar geht ihr damit, wenn ihr in Battlelog seid, geht ihr auf Bestenliste, dann ganz scrollt ihr nach, ganz nach unten, und zwar unten links unter dem Symbol oder unter dem Zeichen, sage ich jetzt mal, bei mir steht dort in Fähigkeiten, und da ganz noch ein Stückchen weiter unten links seht ihr wie so eine Art Wasserzeichen, so einen Totenkopf. Und wenn ihr das seht, klickt ihr drauf. Und dann gebt ihr zum Beispiel jetzt, Moment, bei Phantom Adept, bei das ist jetzt das dritte Programm, dann gebt ihr eine Zahlenkombination ein und die lautet, Moment. Ich komme nicht drauf. Mir fällt es jetzt gar nicht mehr ein. Ich habe falsch geguckt. Moment. Und zwar gibt ihr da eine Zahlenkombination ein, die lautet 24, 34, 42, 41, 89, 3. So, wenn ihr das dann eingibt und dann auf Enter drückt praktisch, dann habt ihr die Berechtigung an diesem Programm teilzunehmen und dann könnt ihr praktisch drei Tarnungen freischalten, die ich jetzt eben an einem Tag schon erledigt habe. Das war echt super easy und recht leicht. Dazu müsstet ihr 200 Kills mit dem LMG machen, was keine Kunst ist. Dann müsstet ihr 50 Kills mit Sprengstoff machen, was jetzt eben auch nicht so schwer ist. Sprengstoff heißt übrigens C4. Dann müsstet ihr 25 Roadkills machen. Und die sind natürlich etwas schwieriger, aber auch durchaus möglich. Und das alles habe ich sozusagen in 3-4 Spielen geschafft. Also schafft ihr das auch locker. Und zwar als Tipp für die 200 LMG und 50 C4 Kills. Metro, was sonst? Sucht euch dann Metro, einen Server aus mit recht vielen Tickets und dann habt ihr das praktisch im Nu. Und zu den Roadkills kann ich euch meiner Meinung nach nur empfehlen, ist die Map Morgendämmerer richtig geil und auch die Map Fehlerhafte Übertragung. Und zwar, ihr wisst selber, bei Fehlerhafter Übertragung, bei der Flagge D, da wo auf den Bergen da hinten die Sniper rumliegen, da holt ihr euch einen Quad und dann fahrt ihr die Sniper tot. Ganz einfach. Ich hole mir einen Quad und fahre alle Sniper tot. Hahaha. Naja, Schmarrn, Spaß beiseite. Aber da ist richtig geil und deswegen sage ich euch recht easy. Das Vorgänger von dem Phantom Adept nannte sich Phantom Schüler. Und das wiederum ist für mich eine, sag jetzt mal, fast unmögliche Herausforderung, weil es sind nicht die 200 Pistolen-Kills, das ist auch kicky, sage ich jetzt mal, es sind nicht die 2 Shotgun-Ribbons, die sind auch kicky, für mich ist die Herausforderung die 20 Kills mit dem Jet. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht fair von DICE, so etwas rauszubringen, weil ich kann nicht fliegen, ich werde es nicht lernen und ich will es auch nicht mehr lernen. Also werde ich diesen, leider diesen Auftrag nicht erledigen können.
egal, für mich sind eigentlich Aufträge sowieso nicht wichtig, aber das hat halt Spaß gemacht, weil es eine Herausforderung war. Nein. Aber fragt mich nicht mehr nach dem Passwort von dem, die habe ich vergessen. Könnt ihr aber ganz einfach googeln, ihr gebt einfach bei Google ein Phantomschüler, Battlefield 4 Phantomschüler und dann, oder Passwort dazu und dann habt ihr das sofort rausgefunden. Genauso wie bei dem ersten, das nannte sich Phantomanwärter. Und da ist es eben so, da braucht ihr 200 Kills mit dem Sturmgewehr, 200 Kills mit dem Panzer. Das ist jetzt auch ein Fehler oder fehlerhafte Übersetzung, keine Ahnung. Erziele einen Kopftreffer aus 300 Metern. Das ist falsch. Da zählt jeder Kopftreffer, ist egal mit welchem Gewehr. Und da werden die Meter dann praktisch addiert und dann habt ihr die 300 Meter auch schnell zusammen. Ist ganz simpel und da kriegt ihr dann ein schönes Doc-Tag, meiner Meinung nach. Und für die 200 Panzer-Kills kann ich euch nur empfehlen, China Rising Seidenstraße. Einfach geil. Ja, ist so. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar, Frust statt Lust wird es wahrscheinlich aller Voraussicht nach keine weitere Folge mehr geben. Ich bin mir nicht sicher, das weiß ich noch nicht, das liegt an euch. Ich habe zwar jetzt wieder zwei Infos bekommen von meinem Kumpel, was denn noch falsch läuft, aber das reicht halt nicht für ein ganzes Video. Deswegen würde ich euch bitten, das, was ich noch nicht erwähnt habe vielleicht, vielleicht fällt euch noch was ein, was euch aufgefallen ist, auch jetzt aktuell aufgefallen ist. Nur bitte nicht dieses Hitmarker-Problem, weil ich das eben nicht als Problem sehe. Ihr seht es ja jetzt hier selber an dem Video. Es funktioniert meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum andere damit Probleme haben. Jetzt muss ich leider was sagen und das bitte, aber bitte nicht falsch verstehen. Denkt erst drüber nach, bevor ihr was unten in die Kommentare was schreibt, weil es ist eigentlich, sage ich jetzt mal, logisch, was ich sage. Und zwar geht bei Battlelog wieder rein, schaut in eure Stats und da seht ihr eure Präzision. Bei mir sind es knapp 22%, leider bin ich etwas schlechter geworden, aber es sind immer noch 21,80, aber ich rede jetzt mal, wenn man aufgerundet hat, sind es halt eben 22%. Und wenn man mal blöd, also einfach eine einfache Rechnung, wenn ich mit 100 Schuss abgebe, dann sind es 22 Treffer sozusagen. Und wenn jetzt jemand nur 7% hat, sind es eben nur 7 Treffer von 100 Schuss. Der braucht sich eben nicht beklagen, dass er keinen Hitmarker bekommt, weil er kann halt einfach nicht zielen anscheinend. Seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt so hart sage, aber denkt erst drüber nach, schaut in eure Stats und dann seht ihr ja selber vielleicht, woran es liegt und woran es nicht liegt. Weil ihr seht ja hier an meinem Video, es funktioniert. Also ich kann mich jetzt eben echt nicht beschweren. Seid mir nicht böse. Momentan gibt es keine Probleme. So, ich hätte hier noch ein Anliegen an euch. Und zwar würde mich es sehr interessieren, weil ich habe etwas geplant. Und zwar, ihr wisst alle selber zum Beispiel, ich würde sehr gerne mal auf einem Pistol-Only-Server zocken. Es gibt aber leider keinen, wo es funktioniert. Ich habe aber festgestellt auf dem Server vom X-Rabbit, dass wenn genügend Admins vorhanden sind, die, sage ich jetzt mal, auch seriös sind, die wissen, um was es geht, die wissen, was ich meine, und zwar nicht irgendwie irgendwas rumstellen oder verfuschen oder sonst irgendetwas, sondern die sich nur diese einen Aufgabe widmen, und zwar eben Sniper zu kicken, dann habe ich eben gemerkt, dass es funktioniert. Ja, ganz ehrlich, also dass sich dann immer noch ein, zwei vielleicht verlaufen, ist jetzt nicht so tragisch. Wenn es natürlich DICE und nötige Unterstützung geben würde, hätten wir diese Problematik gar nicht, aber ist egal, es geht, sage ich jetzt mal. So, und jetzt kommt meine Bitte an euch, beziehungsweise würde ich das eventuell eben dann machen, aber es kommt halt darauf an, ob ich euch genügend Zuspruch bekomme. Und zwar habe ich mir überlegt, ein- oder zweimal im Monat doch einen Server zu mieten, mit ausreichend Admins natürlich, denen ich vertraue, um dann eben ein- oder zweimal im Monat Pistol-Only zu rocken. Hauptsächlich auf TDM natürlich mit 300 Tickets. Ob ich Domination mit reinmache, mit mehr Tickets, weiß ich noch nicht. Werde ich dann mit meinen Kumpels noch besprechen. Oder je nachdem, ob ich es machen soll oder nicht. Ansonsten gibt es bei mir nur eine einzige klipp und klare Regel. Jeder, der eine andere Waffe benutzt, außer die Pistol oder ein Messer, wird sofort gekickt. Wenn ich das machen sollte, wird der Server nämlich von vornherein auf Rangliste eingestellt, nicht auf offiziell.
Das heißt, ihr werdet da keine Sachen freischalten können oder sonst irgendwas. Es geht mir hier nur um den Spaß, um den Fun. Und über die Kill-Log sehe ich ja, ob jemand sich dran hält oder nicht. Und der wird, wenn er sich nicht dran hält, wird er sofort gekickt. Ist egal, ob es ein Freund oder ein Feind ist. Ich meine das jetzt wirklich so. Weil es zählt für mich auch kein aus Versehen. Ich bin gespawnt und dann habe ich halt aus Reflex die Taste gedrückt und mit meinem MG jemanden gekillt. Das interessiert mich nicht, das ist mir scheißegal. Ich kann es auch, also könnt ihr das nämlich auch, meiner Meinung nach. Und deswegen zählt für mich diese Ausrede nicht und ich würde das eventuell gerne machen. Und 1,50 für einen Tag kann ich mir leisten, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Alles andere ist für mich eben, weil es diese Möglichkeiten eben nicht gibt, dass ich das von vornherein verbieten kann, dass ich zum Beispiel auch mir Maps zusammenstellen kann von verschiedenen DLCs zum Beispiel. Da es diese Möglichkeiten eher eben nicht gibt, sind mir eben 60 Euro für 90 Tage oder für 3 Monate einfach zu teuer und deswegen werde ich das eben nicht machen. Aber so gelegentlich, wenn es euch gefällt, dann würde ich es eben machen. Der einzige Nachteil ist halt, bei Team Deathmatch oder Domination ist halt die Anzahl begrenzt, weil es werden wahrscheinlich eben viele ja von meinen Freunden dann eben mitmachen oder aus meiner Freundesliste und dann wird der Server wahrscheinlich immer voll sein. Also wird wahrscheinlich heiß begehrt, gehe ich mal davon aus. Und ja, wenn es denn so ist, würde ich das über meine Facebook-Seite natürlich ankündigen, wann und ab wann das dann soweit wäre. Also nur zur Info, falls ihr Interesse habt oder falls ihr diese Idee gut findet, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ja, ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, vorhin habe ich schon eine Testaufnahme gemacht, da habe ich leider 10 Minuten überzogen. Jetzt weiß ich eben nicht mehr, was ich jetzt erzählen soll. Ist das zum Kotzen? Naja, egal. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Was ich Kritik an viele YouTuber, ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, warum man eine Map so schlecht reden muss. Ich meine, dass Versunkener Drache jetzt von dem DLC nicht die beste ist, sehe ich ein. Aber es ist auch nicht die schlechteste. Also, gerade im Conquest-Modus finde ich die Map richtig gut. Ich werde dazu auch mal bei Gegebenheit auch wieder ein Video rausbringen. Dass sie jetzt zum Beispiel im Domination-Modus oder im Rush-Modus eher schlecht ist, gut, da finde ich, hat halt DICE einen Fehler gemacht. Aber grundsätzlich ist doch das eine schöne Map. Ich weiß nicht, warum es da was zum Nörgeln gibt. Also wie gesagt, im Conquest groß vor allem finde ich die auch richtig klasse. Und da gibt es schlechtere Maps, seid mir nicht böse. Also ich kann mich über dieses DLC nicht beschweren, weil in diesem DLC oder seit diesem DLC, vielleicht liegt es eben doch daran, dass es besser geworden ist, habe ich so gut wie keine Probleme mehr. Ich werde zwar immer noch manchmal hinter Deckung erschossen, also das ist dieses Netcode-Problem. Dass es das überhaupt noch gibt, verstehe ich nicht, aber es gibt es immer noch. Und ich hoffe, dass es dann irgendwann mal, wenn im November, Dezember, wenn mal dieses große Patch dann kommt, dass denn diese Problematik nicht mehr gibt. Aber andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinerlei Probleme. Gebe ich ganz ehrlich zu. Und ihr seht es ja auch jetzt hier an diesem Video. Das ist kein Fake-Video, kein Fake-Spiel. So läuft es halt momentan bei mir. Und ich kann es eben nicht nachvollziehen, dass manche eben damit Probleme haben. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also bei mir, wie gesagt, läuft's und ich kann mich nicht beschweren. Und das ist eben auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum meine Serie Frisch statt Lust nicht mehr fortgesetzt wird. Und deswegen hier auch mal ein paar lobende Worte an DICE. Es scheint momentan gut zu laufen. Ganz ehrlich. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, mit 64 Mann, ich finde, dass die Idee ist gut. Aber ich finde, trotz alledem sind 64 Mann für die meisten Maps einfach zu viel. Seid mir nicht böse, aber in Kombination mit diesem Revolution-Effekt, der dann manchmal eintrifft, fängt es eben dann zum Lecken an. Und das habe ich bei 44 bis jetzt noch nicht mitbekommen. Bei 64 passiert es eben öfters und ich finde auch, dass es nicht viele Maps gibt, die 64 Mann geeignet sind. China Rising zum Beispiel ist dafür geeignet, alle Maps, aber jetzt zum Beispiel hier bei den neuen DLC, bei Dragon Thieves, ist es eben meiner Meinung nach so, dass 64 einfach zu viel sind. Seid mir nicht böse.
Da ist 44 ideal und bei Perlenmarkt zum Beispiel sind 44 ja gerade noch die Grenze, da könnte man vielleicht noch 4 runternehmen oder 10, keine Ahnung, aber ansonsten finde ich es, weiß nicht, ich finde 64 generell zu viel. Also da sollte, da ist auch endlich mal, falls das sieht, wieder hier ein Tipp an die CTE-Leute. Gibt es an DICE weiter. Ihr müsst es, dass wir das so einstellen können, ohne einen Bug. Ich habe nämlich gehört, man braucht dazu einen Bug, damit das überhaupt so einstellbar ist, was ich eine absolute Frechheit finde. Aber das kommt eben zum Problem dazu, zu den Servereinstellungen. Macht doch endlich mal was an den Servereinstellungen. Also seid mir nicht böse. Wir möchten bei den Konsolen normal einstellen können, dass ich eben mit 44 Mann spiele, dass ich eben Waffen verbiete und. Und das geht halt leider bei uns auf den Konsolen nicht. Und da ist halt wieder mal typisch DICE, die kümmern sich oder interessieren sich halt nur für die PCler. Und dabei muss ich jetzt wieder kritisieren und es auch mal auf den Punkt bringen. Wir Konsoleros sind die, die am meisten bezahlen. Also, und da gibt es ein ganz einfaches Sprichwort. Wer zahlt, schafft an. Normalerweise müssten wir alle Konsoleros müssten wir zusammenhalten und DICE mal wirklich einen Denkzettel verpassen. Aber ihr seht es ja an meinem Thread. Mit Ausnahme von meinen Super-Abonnenten, aber sonst macht kaum einer mit, kaum einer votet für Close Quarters. Wie soll man denn dann auch noch was erreichen, wenn jeder mit dem zufrieden ist, was er hat? Verstehe ich nicht. Naja, kämpfen heißt die Sache. Man will ja auch ein Spiel zum Beispiel gewinnen und versucht ja da auch zu kämpfen, oder? Ich weiß nicht, ich spiele doch nicht, um zu verlieren. Ich spiele, um zu gewinnen. Ich verstehe das. Und genau diese Einstellung sollte man eben zum Beispiel bei meinem Voting haben. Genau diese Einstellung sollte man haben, wenn man zum Beispiel was erreichen will. Eben, man will Server-Einstellungen, die PCler auch haben. Man möchte dieses Netcode-Problem endlich beseitigen und. Es gibt so viele Sachen, die wir uns fordern können. Wir hätten die Macht dazu, aber wir nutzen sie nicht, weil wir alle oder weil die meisten, sage ich mal, einfach nur Ja-Sager sind und in die Hose scheißen, wenn es darum geht, mal etwas zu verändern. Es ist so. Naja, diesmal halte ich mich an die Zeit, damit ich nicht nochmal eine Aufnahme machen muss. Das Video ist gleich aus, 2 Minuten noch. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr die Idee mit dem Server gut findet. Bitte seid mir nicht böse, was ich gesagt habe, was die Hit Detection angeht. Aber das ist halt meine Meinung. Ist halt so, ich bin halt ein ehrlicher YouTuber und tu nicht alles schönreden, sondern ich sage auch mal, was Sache ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Habt Spaß an dem Gameplay. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Video. Achtung, Einsatzziel Echo ist verloren.
du Hilfe? Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen. Südlich von hier.